Guten Morgen, Sportsfreunde, der Tetze für die Halbgottschmiede und ihr habt eingeschaltet mal wieder zu einem morgendlichen Käffchen meinerseits. Ihr wart sehr geduldig, ihr habt lange, lange gewartet. Heute soll es soweit sein. Unser täglich Brot Teil 3, alles über Kohlenhydrate. Dieses Video wird der Abschluss meinerseits sein. Das heißt, ich werde heute euch alles noch erzählen, was ich denke, was relevant ist für das Thema, sodass ihr damit arbeiten könnt, sodass ihr für euch selber auch sehen könnt und entscheiden könnt, das benötige ich an Kohlenhydraten, das ist für mich relevant, damit kann ich arbeiten. Wenn weitere Fragen offen sind, bitte stellt die einfach unten in die Kommentare schreiben, schreibt alle eure Fragen rein, gerne auch auf meiner Facebook-Seite mich anschreiben, ne? Ihr kennt sie ja einfach facebook.com/halbgottschmiede oder hier gibt es direkt ein oder halbgottschmiede.de und ihr werdet weitergeleitet. Also auf jeden Fall da dann weitere Fragen rein und dann werde ich diese sammeln, nicht direkt diskutieren, sondern vielleicht, wenn entsprechende relevante und umfangreiche Fragen zustande kommen, das Addendum zu dieser Reihe machen, also sozusagen Kohlenhydrate Addendum Teil 4 von unser täglich Brot. Ansonsten gibt es heute von mir, wie gesagt, die Infos, die ihr meiner Meinung nach braucht und wissen müsst. Schlückchen Kaffee und dann geht es auch schon los. Wir haben in den vergangenen Videos, damit ihr es selber nochmal im Überblick habt, darüber gesprochen, wo kommen Kohlenhydrate in unserer Nahrung überhaupt her. Ne? Historischer Abriss und so weiter haben wir alles besprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie viel Kohlenhydrate sind das Minimum, was der menschliche Körper braucht, respektive sowieso für sich selber in Anführungszeichen bereitstellt. Ja? Also soll heißen, was wir aus der Gluconeogenese in der Leber sowieso gewinnen. Und wir haben sozusagen darüber gesprochen, was für Quellen wir als Kohlenhydratquellen erstmal, wenn wir eben nicht vornehmlich eben diese zu uns nehmen, benutzen. So, heute soll es darum gehen, was gibt es dafür in Anführungszeichen Systeme, nahrungsmitteltechnisch, also soll heißen, wie kann man das denn eintakten? Wir sprechen über das Timing von Kohlenhydraten und ob das überhaupt irgendeine Relevanz hat. Brauchen wir überhaupt Kohlenhydrate? Die Frage haben wir mehr oder weniger schon geklärt, in dem Sinne nämlich nicht. Und welche Kohlenhydrate wollen wir einfach nochmal ansprechen? Sozusagen, welcher Qualität sollten diese sein und was ist in dem Sinne die Kohlenhydratqualität? So, allseits beliebtes Thema, die Kohlenhydrate zu einem bestimmten Zeitpunkt zu sich zu nehmen, die sogenannten Peri-Workout-Carbs, also um das Training drumherum. Da gibt es verschiedenste Ansätze und verschiedenste Aussagen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir diese oldschoolige Ansicht haben, dass wir abends weniger Kohlenhydrate zu uns nehmen, warum auch immer, das sei mal ganz dahingestellt, dann ist es eventuell sinnvoll, egal wann wir tagsüber trainieren, nah vor dem Training 1 bis 2 Stunden Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Warum? Wenn wir schon eine gewisse Wachzeit haben, dann sind unsere Glykogenspeicher durch die tägliche Arbeit, durch das tägliche Bewegen und Leben unter Umständen schon etwas geleert. Wenn wir jetzt natürlich dafür sorgen, dass wir den Blutzuckerspiegel erhöhen, dann können wir in dem Moment davon ausgehen, wenn wir ins Training gehen, dass durch den angestiegenen Insulinspiegel unsere Kohlenhydrate in die Zellen geschleust wurden und bereitstehen sozusagen im Training. Ist das jetzt so super relevant und ist dadurch die Leistungsfähigkeit wirklich höher? Ich denke, das muss jeder für sich selber rausfinden. Ich liebe es zum Beispiel auf nüchternen Magen zu trainieren, mein Käffchen morgens zu trinken und am besten direkt danach schwer zu trainieren. Das funktioniert für mich ganz hervorragend und ich brauche dafür sozusagen keine nochmals nachgefüllten Kohlenhydratspeicher. Das ist halt die Sache. Man sagt, für Muskelaufbau kann das relevant sein. Ich bin der Meinung, jeder für sich, ob er zum Beispiel es überhaupt mag, mit in Anführungszeichen vollem Bauch zu trainieren oder eben nicht, muss das ein bisschen rausfinden. Warum das bei mir nicht so ist, ist noch ein ganz anderer Punkt. Und zwar kommen wir da zu meinem, tja, sagen wir mal, bevorzugten Ernährungsschema, nenne ich es einfach mal, nämlich Carb Backloading. Was ist jetzt Carb Backloading? Im Prinzip, an dieser Stelle, Shoutout John Kiefer von Dangerously Hardcore. Carb Backloading bedeutet, ich lade meine Zellen, also meine
Kohlenhydratspeicher nach dem Training wieder auf. Und zwar quasi mehr oder weniger immer abends. Der optimale Trainingszeitpunkt nach John Kiefer ist auch eher nachmittags. Das sei mal ganz dahingestellt. Aber prinzipiell auf Kohlenhydrate im Verlauf des Tages zu verzichten und die dann nach dem Training zuzuführen, hat für mich bisher sehr gut funktioniert. Und auf die Art sind die Speicher auch dementsprechend gefüllt. Und vor allen Dingen hat man, wenn man es direkt nach dem Training zu sich nimmt, einen unglaublichen Vorteil. Denn man hat durch das Konzentrationsgefälle, ne, also Kohlenhydratspeicher in der Zelle sind geleert, Blutzuckerspiegel steigt an, Kohlenhydrate werden durch die geleerten Speicher mehr oder weniger durch das Konzentrationsgefälle direkt in die Zelle geschleust, eine Unabhängigkeit vom Insulin. Das heißt, dieses Hormon, was ich euch erklärt habe, was im Prinzip dafür sorgt, dass unser Blutzuckerspiegel sinkt, weil ein hoher Blutzuckerspiegel toxisch ist und die Zellen suggeriert, ihr müsst euch öffnen, da kommen Kohlenhydrate, da kommt Zucker, den müsst ihr reinlassen. Dieses Hormon wird in dem Maße gar nicht so stark benötigt, so stark ausgeschüttet, weil der Blutzuckerspiegel gar nicht so rapide ansteigt. Denn sobald im Prinzip Blutzuckerspiegel steigt, also überhaupt neue Kohlenhydrate zugeführt werden und ihr schon trainiert habt, nehmen eure Zellen diesen Zucker natürlich liebend gerne auf. Das Glykogen, was da kommt, hey, wow, komm, gebt her, wir sind ja leer, wir sind depleted, wir sind sozusagen im Bedarf. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle, warum meiner Meinung nach es absolut mehr Sinn macht, Kohlenhydrate nach dem Training aufzunehmen. Man bekommt natürlich dadurch keine Heißhungerattacken. Man hat nicht diesen sprichwörtlichen Deckel auf der Fettzelle, weil der Insulinspiegel nicht so drastisch ansteigt. Jetzt kommen wir noch zu einem zweiten Punkt, der meiner Meinung nach unglaublich gut kombinierbar ist. Und zwar bekannt unter verschiedensten Namen, Warrior-Diät, Intermittent Fasting, also wie ihr es nennen wollt, ist mir eigentlich scheißegal. Setzt euch für die Nahrungsaufnahme ein Zeitfenster. Soll heißen, eure Nahrungsaufnahme beginnt effektiv mit dem Training. Ja, also nach dem Training ist eure erste Nahrungsaufnahme, am besten natürlich mit einer Eiweißquelle, ganz klare Sache. Und die endet, sagen wir mal, in 6 bis maximal 8 Stunden. Das heißt, ihr habt ungefähr 16 bis 18 Stunden, an denen ihr nichts esst. In dieser Zeit kann natürlich euer Körper nur mit euren Reserven arbeiten. Und in diesen 6 bis 8 Stunden führt ihr dem Körper das zu an Baumaterial, was er benötigt. Meiner Meinung nach funktioniert das sehr gut. Auch das ist nicht der Weisheitsletzter Knall. Es gibt tausende von Athleten, die schon immer sehr gut damit gefahren sind, ihre 6-7 Mahlzeiten verteilt über den ganzen Tag, über 12, 14, 16 Stunden zu essen. Das ist völlig legitim. Ich erkläre euch an dieser Stelle nur, warum ich was für sinnvoll erachte, wie ich es in dem Fall auch selber mache. Und dann kommt natürlich schon wieder die Frage, brauchen wir überhaupt Kohlenhydrate, die wir schon erläutert hatten? Im Prinzip ja nicht. Der Körper synthetisiert Glykogen aus, wie gesagt, Eiweiß und Fett sowieso in der Leber. Hat dadurch mehr zu tun. Das kann aber auch ein Vorteil sein. Wenn unsere Leber sozusagen mehr zu tun hat, um überhaupt dieses Glykogen herzustellen, haben wir natürlich den unglaublichen Vorteil, dass unser Energieverbrauch dadurch etwas höher ist, weil natürlich nicht effizient die Energie umgesetzt werden kann, 1:1 aus zwei verschiedenen Baustoffen, die neu verarbeitet werden müssen, zu einem neuen. Das können wir uns in einer Diät zum Beispiel sehr zunutze machen. Und da kommt wieder der Ansatzpunkt anabole Diät. Warum funktioniert das so gut? Weil das, was wir an Kalorien da zu uns nehmen, ist nicht das, was wir an Kalorien wirklich zur Verfügung haben. Und da ist wieder die große Frage und die große Diskussion, ist eine Kalorie? In dem Moment nämlich nicht mehr, wo der Körper mit der zugeführten Nahrung weiterarbeiten muss, um diese Versorgung überhaupt zu gewährleisten. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn es darum geht, ein gutes Defizit zu erreichen. Jetzt reden wir ja aber von allgemeiner Sporternährung und eventuell auch von Muskelaufbau. Ich habe es euch schon mehrfach in Videos gesagt und das ist für euch alle, für jeden, für mich, für dich, für dezidierte Athleten, scheißegal, immer ein super Richtwert, denn damit macht man sich's einfach und es funktioniert. 1 Gramm Fett pro Kilo Körpergewicht, 2 Gramm Eiweiß. Bam, ganz easy. Übrigens entschuldigt, dass meine Kamera immer so wackelt, aber wenn hier draußen schwere Autos vorbeifahren, ruppelt die ganze Bude. Okay, also 1 Gramm Fett, 2 Gramm Eiweiß. Das ist eine ganz einfache Kiste. Jetzt gehen wir von einem 100 Kilo Athleten aus. Wow, cool, bin ich. Ist total einfach für mich in dem Sinne zu berechnen. Haben wir also 930 Kalorien durchs Fett
und 410 durchs Eiweiß. Kommen wir summa summarum auf 1340 Kalorien. Das ist jetzt in dem Fall ungefähr 1000 Kalorien unter meinem absoluten Minimum an Tagesbedarf. Ne? Also bei meiner Größe und meiner Körperkomposition bei 2300, 2400 liegt ungefähr mein Grundumsatz. Davon kann man ausgehen. Was ist der Grundumsatz, wenn man einfach nur rumliegt bei Zimmertemperatur und sich nicht bewegt, um den Körper so in der Komposition zu erhalten, wie er ist? Ist das euer Grundumsatz, das, was ihr verbraucht? Jede Bewegung, jede zusätzliche Arbeit verbraucht mehr Energie und muss dementsprechend da oben drauf gerechnet werden. Okay, also diese 1000 Kalorien habe ich jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten aufzufüllen. Ich habe ja meine Versorgung eigentlich schon mit genügend Fett, denn das brauche ich als Grundstoff für alle meine Hormone, für Testosteron, für alle Zellwände, für alles. Ich habe meine Versorgung mit Eiweiß. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir dabei Eiweiß nehmen, was im Aminosäureprofil umfangreich ist. Das heißt, ich habe alle Baustoffe, die ich meinem Körper zur Verfügung stellen muss, allen Mörtel, allen Kit, alle Ziegel, ja, um das mal zu veranschaulichen, Leute. Was kann ich jetzt noch hingeben? Ich gebe sozusagen den Transportern meines Körpers ordentlich Benzin, indem ich ihnen Kohlenhydrate zuführe. Ganz klare Sache. Und da wären wir jetzt bei mir bei 250 Gramm. Wo verschiebe ich denn jetzt diese Balance, wenn ich der Meinung bin, ich will aber lieber diesen Effekt mir zunutze machen, den ich gerade angesprochen habe aus der anabolen Diät, dann verschiebe ich natürlich diese Balance zum Eiweiß. Dann gehe ich nicht auf 2 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht, sondern vielleicht auf 3 Gramm und dann bin ich schon nur noch bei 150 Gramm Kohlenhydraten. Und so funktioniert es. Wenn ich jetzt aber einfach nur sage, Muskelaufbau betreiben, 2 Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht reichen absolut aus. Lasst euch nichts erzählen von 4, 5, 6, 7 Gramm, was weiß ich, was Profi-Bodybuilder zu sich nehmen, 9000 Kalorien. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, ne, Leute. Wir sprechen natürlich immer vom Naturalathleten und ich kenne eigentlich keinen, der da mehr als 4, 4,5, maximal 5000 Kalorien zu sich nimmt. Und das sind schon brutale Mengen und die meisten Leute brauchen schon wirklich eine kalorisch sehr dichte Ernährung, um das überhaupt zu schaffen. Ja? An Nahrungsmenge, das ist eine ganz klare Sache. Also, 1 Gramm Eiweiß, 2 Gramm Fett und den Rest regeln wir über die Kohlenhydratschraube. Kohlenhydrate hochjagen, ja? Und dann kommen wir natürlich in diesen Bereich, dass wir sagen können, wir können die Energie ins Positive verschieben, stellen genügend Energie zur Verfügung, um mit diesen Baustoffen effizient zu arbeiten. Jetzt haben wir aber eine Sache, wo ich mich unterscheide vom guten John Kiefer, der nämlich sagt, im Carb Backloading macht es sogar Sinn, seine Kohlenhydrate aus relativ kurzkettigen Kohlenhydratquellen zu sich zu nehmen. Warum macht das Sinn? Weil diese natürlich viel, viel schneller verarbeitet sind. Und er will einen ganz, ganz kurzen Zeitraum nur haben, in dem wir überhaupt eine Insulinreaktion haben und dann im Prinzip gleich wieder einen Abbau davon. Wir haben ja sowieso, ne, dieses Konzentrationsgefälle, zack, geht alles rein in die Zellen und dann auch noch ganz kurze Insulinreaktion, nur ganz klein bisschen, kommt natürlich immer ein Ausschlag zustande, weil dieses Hormon natürlich durch die Rezeptoren im Darm und im Mund schon reagiert im Prinzip. Also, zack, rein mit dem Insulin, ganz kurz nur, schon wieder runter. Und ich sage aber, Leute, solche Kohlenhydratquellen sollte man nicht unbedingt bevorzugen. Das ist nämlich wiederum der andere, andersseitige Effekt, nämlich langkettige Kohlenhydrate zu mir, ist die Insulinreaktion nämlich auch nicht so heftig, weil die Verarbeitung länger dauert und durch das peu à peu Einspeisen des Zuckers in das Blut wird die Insulinreaktion eben auch nicht so hoch sein, weil einfach der Anstieg gar nicht so rapide ist. Also, Carb-Backloading meiner Meinung nach ja, aber nicht unbedingt mit kurzkettigen Kohlenhydraten, sondern durchaus mit sinnvollen Quellen. Was sind sinnvolle Quellen? Natürlich richtige Vollkornprodukte. Und ich sage immer, ein richtiges Vollkornbrot ist ungefähr so, ja, eigentlich ganz gut zu sehen, wie so 3-4 CDs übereinander und auch so von der Größe etwa. Ja, wie so dieser CD, typische CD-Stapel. Also im Prinzip wirklich, was ihr abgepackt im Laden findet. Kein Weizenmischbrot oder irgendwas, kein fluffiges Weizenmehl. Ja, Sauerteigbrot wäre natürlich ganz optimal,
Vollkornnudeln sind super, die allseits beliebten Haferflocken, auf jeden Fall eine unglaublich hochwertige und gute Kohlenhydratquelle. Ja. Eine gute, ohne Zusatzstoffe gemachte Cashew oder auch Erdnussbutter. Ich habe gerade, ich habe gerade bei MyProtein bestellt. Ihr habt den Rabattcode unten hier drin. Und da gab es nochmal eine andere Aktion, wo es ein Kilo Cashewbutter mit dazu gab. Und kann nur sagen, Leute, die schmeckt richtig gut. Und das hat jetzt ja nichts mit Nahrungsergänzungsmittel zu tun, sondern es sind einfach Nahrungsmittel, einfach ein vollwertiges Nahrungsmittel. Genau, also welche Kohlenhydrate meiner Meinung nach langkettige, vollwertige Kohlenhydrate ausquellen, die eben auch vernünftige Mikroernährstoffe, nämlich Spuren- und Mengenelemente enthalten, also Vitamine und halt Mineralstoffe, jede Menge, die in vollwertiger, guter Nahrung enthalten sind. Und ich meine, hey, da habe ich euch ein paar Beispiele gegeben. Und wenn wir jetzt in diesem Bereich uns ernähren und uns überlegen, okay, wir essen Kartoffeln, wir essen halt vernünftige Nudeln, Brot etc., wir essen viel Gemüse, wir essen vernünftig viele Quellen für gutes Eiweiß, soll heißen natürlich ganz gemischt Ei, Käse, Magerquark, Schinken, also Wurst im Allgemeinen, Fisch natürlich jede Menge. Dann haben wir eine echt richtig gute und gesunde Ernährung, Leute. Und dann kommt auch wieder der nächste Punkt. Wenn wir davon zu viel essen, dann werden wir nicht in dem Sinne erstmal irgendwie fett. Vielleicht nehmen wir auch ein bisschen Fett zu, das ist auch überhaupt kein Problem. Muskelaufbau funktioniert nicht, ohne ein bisschen Fett zu sich zu nehmen. Denn niemand kann 100% genau sagen, wie viel Kalorien er wirklich zu sich nehmen muss an Überschuss, um sozusagen Muskeln aufzubauen. Also Kohlenhydrate sind eure Stellschraube, Leute. Damit geht es hoch und runter im Gewicht, in der Energie. Ich denke, ich habe an dieser Stelle für euch nochmal eingehend geklärt, was ihr nutzen könnt, was ihr sozusagen für euch wichtig habt und wie viel Mengen ihr braucht. Eine Erwähnung noch, das sogenannte Carb Cycling funktioniert übrigens auch ganz wunderbar, auch sehr gut kombinierbar. Das heißt, ich nehme an einem Tag weniger Kohlenhydrate zu mir und am anderen Tag wieder etwas mehr. Das heißt, ich verschiebe immer das Gleichgewicht zwischen Eiweiß und Kohlenhydraten. Ja? Das kann man auch wunderbar machen zur Anpassung von eben dem Zunahmeeffekt, um eben nicht zu overshooten. Was empfehle ich euch als sozusagen Zunehmen an Kalorien, an sozusagen Überschuss? Das wären ungefähr 300 Kalorien. Also wenn ihr mal so grob euren Grundbedarf ausgerechnet habt und dann euren Arbeitsbedarf dazu rechnet, keine Ahnung, sagen wir mal, das sind bei mir 3500 Kalorien, dann sage ich mir, okay, alles klar, ich gehe so ungefähr auf 3800. Dann habe ich einen Überschuss von 300 Kalorien pro Tag, was entsprechend ungefähr 80 Gramm Kohlenhydrate sind. Und nehme langsam zu. Wenn ihr mehr als ein Kilo pro Monat zunehmt, nehmt ihr definitiv eine Menge Fett zu. Das sei an dieser Stelle mal nochmal ganz klar gesagt. So, Kohlenhydrate, unser täglich Brot, Teil 3. Ich hoffe, ich konnte alle Klarheiten beseitigen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie bitte unten in die Kommentare. Ansonsten like, share, subscribe, all diese Social Media Shenanigans. Es gibt ab jetzt wieder Dragon Slayer Tanktops vorzubestellen. Ja, das gilt ab jetzt quasi heute mit dem 10. Juli. Also nicht wundern, wenn ihr das Video irgendwann mal guckt, dann gibt es sie vielleicht ganz normal zu bestellen. Dragon Slayer Tanktops auf halbgottschmiede.bigkartell.com. Ansonsten genau das, Dragon Slayer Mode. Wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuhören. Ist ein bisschen länger geworden. Ich wünsche euch noch einen erfolgreichen Tag. Bis dann, euer Tetzel.